Hey Leute, es ist Sonntag, der 20. Januar 2019, kurz vor 18 Uhr. Das heißt, in 5 Minuten startet das Rocket-Finale 2018. Ich bin allerbester Laune, die Vorfreude, die Spannung, es liegt was in der Luft. Noch kann jeder der 81 Teilnehmer den großen Jackpot für sich buchen, knacken, wie auch immer. Aber das wird natürlich keine leichte Geschichte. Alle anderen wollen auch. Es ist noch keine Karte gespielt und dann schauen wir einfach mal, wie sich meine Laune im Laufe des Abends so entwickelt. Im Moment ist sie noch allerbestens. Das liegt auch daran, dass ich heute Morgen Flüge gebucht habe. Die 21. Skat-Europameisterschaft findet in diesem Jahr im Oktober auf einem Kreuzfahrtschiff statt, also 11 Tage mit großem Rahmenprogramm. Ich freue mich wie ein Schneekönig. Ich glaube, das wird eine ganz tolle Geschichte. Mal schauen, vielleicht ist der eine oder andere von euch ja auch dabei. So, nun aber langsam konzentrieren, in mich gehen und dann schauen wir mal, was die Karten gleich zu bieten haben. Das erste Rocket-Finale ist Geschichte. Eben wurde hier durch die Chefin persönlich in der Lobby die Siegerehrung vorgenommen. Auf dem dritten Platz mit 4.196. Herzlichen Glückwunsch an Dive. Auf dem zweiten Platz 4.420 First King. Und dahinter verbirgt sich niemand anderes als mein Mannschaftskollege Yannick. Allerherzlichen Glückwunsch, hat mich riesig für dich gefreut. Und den ersten Platz, Tara, das erste Rocket-Finale, hat gewonnen mit 4.442 Punkten. Tosa Inu, ja, auch diesem Spieler gratuliere ich ganz herzlich, wie auch allen anderen. Mich hat es in der letzten Serie übelst zerlegt, vielleicht habe ich mich auch selber zerlegt. Die Aufarbeitung dieser Affäre wird in den nächsten Tagen erfolgen. Dann stelle ich auch die Videos mit den Spielen rein. Bis dahin könnt ihr hier unten auch den Ergebnislink natürlich gucken, wer hier ein paar Knöpfe gewonnen hat. Und das soll es dann von heute von mir gewesen sein. Ich lege mich jetzt erstmal aufs Ohr.